Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute besprechen wir das Problem mit den Fortis Racing Teilen. Schon mal vorweg, das wird mich nicht davon abhalten, sie zu kaufen, also keine Sorge. Aber ich möchte da direkt schon mal, weil jetzt doch viele Leute schon geschrieben haben, dass sie sich sehr für die Teile interessieren, gerade den Bugspoiler und die Sozius-Abdeckung, gegebenenfalls die Rastenanlage. Also erstmal, die Teile kann jeder bestellen. Das hat schon funktioniert, also ich konnte sie bestellen. Ich habe mir jetzt mal genauere Gedanken gemacht, beziehungsweise habe mir die Sachen auch genauer angeschaut. Und mir sind ein paar Diskrepanzen aufgefallen. Starten wir natürlich einmal bei unserem lieben Deutschland, weil alles und wirklich alles irgendwie eine ABE, einen TÜV-Gutachten, ein Materialgutachten und weiß ich nicht, was alles brauchen wir. Dementsprechend haben wir halt das Problem, keins dieser Teile, weil die halt natürlich für den Racing-Bereich sind, hat irgendwas davon. Also wir haben natürlich jetzt nichts von den Bauteilen, sprich der Bugspoiler, der große, braucht ein Materialgutachten. Hat er nicht. Kann man also nicht eintragen. Sozius-Abdeckung, genau dasselbe in grün. Das ist natürlich ein bisschen kacke für den normalen Straßengebrauch in Deutschland. Ich werde mal gucken, ob man das irgendwie raus oder irgendwie hinkriegen kann, dass man es vielleicht doch irgendwie in Teilegutachten kriegen kann, beziehungsweise doch irgendwie ein Materialgutachten herbekommt. Muss ich aber schauen. Ist alles nicht so einfach, weil die Kommunikation mit Fortis Racing dahingehend auch schon dezent gescheitert ist, sage ich mal. Ich habe versucht, mit denen das zu erklären und die halt gefragt, ob die sowas haben. Haben die nicht. Beziehungsweise, weil die brauchen das halt da nicht und im Racing-Bereich ja sowieso nicht. Spezifischeres Problem. Thema Fußrastenanlage. Ist die einzige Rastenanlage, die ich kenne, die ist von Spider. Jetzt ist es das Ding, natürlich auch keine ABE und nichts, kein Teilegutachten, kein Materialgutachten, bums, bums, bums. Vielmehr das Problem, mal drauf geschissen, dass man es nicht eintragen kann, weil dran montieren kann man es ja trotzdem. Wir haben das Problem, dass die, so wie das aussieht, gar keine Vorrichtung für einen Bremslichtschalter hat. Weil das ist eine Racing-Anlage. Sprich, wir brauchen kein Bremslicht im Racing-Bereich. Das heißt, er hat auch keine Vorrichtung für einen Bremslichtschalter. Das ist... Oh, Polizei ist hinter mir, ich lieb's. Das ist natürlich wiederum das Problem, weil wir damit ja halt nicht mal das hinkriegen. Ich bin sehr gespannt. Weil das ist natürlich ein Thema... Moin. Das ist natürlich ein Thema, was natürlich relevant ist, selbst für die Montage, wenn wir es ignorieren, dass wir es nicht eintragen lassen können. Ich meine, es fällt natürlich brutalst auf. Oh, bitte nicht. Bitte mach jetzt nicht bitte folgen oder sowas. Ist natürlich ein Thema, weil ich müsste dann schauen, wie ich es umbaue, wenn ich die Rastenanlage habe. Weil der Bremslichtschalter ist mit halt diesen Einschlagnägeln montiert und da wird die Rastenanlage keinen Punkt für haben. Das heißt, wir werden halt rein theoretisch kein Bremslicht haben und keinen Bremslichtschalter haben. Und wenn wir keinen Bremslichtschalter haben, dann haben wir hinten kein Bremslicht. Und gegebenenfalls auch einen Fehler im System, weil ich muss den ja irgendwie anschließen, aber wo tue ich den hin? Das wird auf jeden Fall spannend mit den Fortis-Teilen. Ich denke mal, das Dashguard wird kein Thema sein, auch von der Montage her nicht, weil das von R&G ist, dementsprechend wird das, denke ich mal, so passen, aber die anderen Teile halt nicht. Gerade halt, weil wir für nichts eine ABE haben oder ein Teilegutachten oder irgendeine andere Möglichkeit, es irgendwie festzumachen bzw. halt eintragen zu lassen. Da werden Videos zu kommen, wie schon gesagt, ich habe es geschafft, da was zu bestellen. Ich verrate jetzt noch nicht, was ich alles bestellt habe, aber dass ihr da schon mal vorgewarnt seid, weil doch eine gewisse Interesse von euch auch da ist, für diese Teile von der F900R Cup bzw. von Fortis Racing. Finde ich brutal interessant. Wie gesagt, ich mache das auch einfach, weil wofür bin ich sonst gut, ne? Als wenn ich nicht sinnlos irgendwelche Sachen kaufen würde, die wir am Ende eventuell gar nicht montieren können. Scheißegal, machen wir. so viel dazu. Ich würde sagen, ihr geht mal auf mein Instagram, weil da werdet ihr
immer up to date sein, was gerade so geht, was ich so bestellt habe und und. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Lasst uns ein bisschen Liebe da, denn das brauchen wir, weil so können wir bessere Videos machen und mehr Videos machen. Haut rein. Tschüss.